Leute, er ist endlich da, genau. Unser Bus. Ihr habt ja gesehen auf Instagram vielleicht schon das Bild von uns, wo unser lieber Bus jetzt wieder hier ist. Jetzt heißt es vorbereiten, die restlichen Dinge dran schrauben, reinbauen. Ja, wir können ja mal zeigen, wie es gerade aussieht in dem Bus. Wir haben jetzt mal. Sieht da gerade von außen aus? Ja, wir haben jetzt mal alles nochmal rausgenommen und wollen das noch ein bisschen alles optimieren. Genau. Von den letzten Jahren war es eigentlich immer ziemlich hoppla hopp, Hauptsache schnell in den Süden. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen länger bleiben, deswegen wollen wir mal gucken, dass wir da noch ein bisschen mehr reinbasteln können und so. Dann gebe ich dir mal die Kamera und hol mal den Schlüssel. Ja, und gucken uns den Bus mal von innen an. Oh, es ist kalt! Ja, dann drehe ich doch mal die Kamera um und dann könnt ihr mal schön sehen, was bisher so passiert. Genau. Schluppdiwupp, da seht ihr. Da war unten unser Bett drin. Oben ist ja immer noch Jamies Bett. Genau, hier oben. Das wollen wir auch so lassen. Das passt da ganz gut in die Ecke rein. Ja. Und das Bett wollen wir hinten ein bisschen weiter noch nach. Ein bisschen tiefer und ein Stück hier zur Tür noch hin, dass wir da vorne ein bisschen Raum gewinnen für die Dinge, die man so denn da noch verstauen muss. Unser kleinen Schrank dann noch rein und so ein paar Dinge und dann kann man das so sehen. Ganz genau. Ja. Ich war jetzt ein bisschen erkältet, deswegen. Etwas frostig. Ja, ist ein bisschen frostig. Aber das Wetter ist heute ganz nett. Ja, heute ein bisschen Sonne, ist trotzdem kalt. Und jetzt müssen wir den Hund auch noch morgen zu einem Tierarzt. Die war so nochmal eine Tollwutimpfung. Genau. Und da muss man eigentlich 3 Wochen warten. Also schauen wir mal, wie wir das irgendwie ein bisschen tricksen können oder so. Ja. Ja, genau. Aber da können wir euch auch morgen mal mitnehmen. Ja, dann seht ihr mal unsere alte Sydney-Dame. 14 Jahre noch auf großer Weltreise hier. Ja. Für sie eine Weltreise. Ja, genau. Dann machen wir hier mal die Tür wieder zu. Ja. Genau, wir zeigen euch mal nochmal die Route auf dem Leppi, dass ihr da mal so eine Vorstellung kriegt. So, Leute, dann könnt ihr hier mal sehen. Es geht also los in der Gegend von Venlo. Schön erstmal runter hier in Richtung Belgien, Maastricht, Lüttich vorbei und dann in Richtung Paris. Muss immer schön Autobahn, Autobahn, Autobahn. Schon ein Stück länger. Ups. Ja, das wird schon eine. Dann Paris vorbei. Lange Fahrt. Richtung Orleans. Und dann geht es weiter Richtung Süden. Ich hoffe, da wird es schon ein bisschen wärmer. Bordeaux. Da kann man zumindest schon mal ein bisschen mehr erahnen. Mhm. Dann hier so das nördliche Barcelona bei Bilbao, das nördliche Spanien. Das Baskenland. La Rioja. Lecker Wein. Ja, aber ist auch gerade ein Begriff. Valladolid. Da bin ich mal gelandet. Ja, da gibt es auch eine sehr bekannte Handballmannschaft. Und dann geht es schnurstracks gerade runter. Tierra de la Frontera. Und schwuppdiwupp ist man in der Nähe von Gibraltar. Und da finden wir dann auch Tarifa. Das wird der Hafen sein, an dem wir loszischen. Von dort aus geht es dann los auf die Kanaren. Hier oben Gibraltar. Und dann mit der Fähre einmal hier unten rum Nordafrika bis hier rüber auf die Kanaren. Das ist das erklärte Ziel. Ganz genau, da haben wir ein bisschen Fahrt vor uns. Aber am Ende lohnt es sich und der Weg ist ja auch schon das Ziel. Ja. Also. Und uns treibt ja nichts von der Geschwindigkeit her. Wir müssen halt schauen, dass wir unterwegs sind, sicherlich die Fähre buchen, wenn wir so genau wissen. Mhm, würde ich auch unterwegs machen, dass wir dann das einschätzen können, wie lange es dauert dann. Eine Woche wird es schon brauchen, bis wir da auf den Kanaren sind, denke ich mal, mit dem Bus. Ich denke auch, ja. Wir haben ja keinen Stress, wir brauchen ja keine 800 Kilometer am Tag schaffen, so dass wir da ganz entspannt zwischendurch uns auch was anschauen können. Genau, schon mal ins Meer springen in Spanien oder irgendwie. Oder? Wichtig, die Nadel muss gen Süden zeigen, dann haben wir schon mal alles richtig gemacht. Genau. Okay. Dann gibt's später mehr. Genau. Bye. Bye.